Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in Dragon Age Inquisition. Und ich möchte heute mal zurückgehen zu, warte mal, Himmelsfeste, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere, um dort mal so ein paar Sachen abzuschließen. Weil wir haben ja so ein paar Quests erledigt und so weiter und das sollte jetzt auch wieder ein bisschen was möglich sein. Und das genau möchte ich mit euch anschauen. Jo, hier ist das richtig. So, dann müssten wir, wenn ich mich nicht irre, hier hoch und dann dadurch irgend so eine Tür oder so. Das heißt, Sieht gut warte mal, aus. Nicht gut genug, lesen. aber gut. Arbeitsbericht. Tod auf der Mauer. Einer unserer Fertiger, was, Garen, ist vom Gerüst gestürzt und auf Steinpflaster gefallen. So. Er hat noch eine Stunde lang geatmet, aber seine Augen waren gebrochen. Nun ist er tot. Und die Schwestern der Kirche haben ihn eingewickelt. Was sollen wir tun? Bringt seine Leiche zu den anderen, die wir seit Haven verloren haben. Okay, das ist ja traurig. Wenigstens verlieren wir nicht mehr. Schneller als du dachtest. Gib's zu. Ja, doch. Okay. Na, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ob ihr richtig seid oder nicht, zeigt euch gleich das Licht. So, hier rein. Genau. Da wollen wir hin. Jo, wir sind richtig. Oh, warte mal. Einem Soldaten angemessene Ausdauertraining. Ausbau der Wahrnehmung und was? Schärfung des Geistes. Beziehung. Der Auftrag wurde Ausbildung in der verschickt. Kunst der Heute Überzeugung. Morgen. Verbesserte Koordinaten und Strukturen. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen stärkere Truppen haben. Oder? Kenntnis in der Unterwelt, Reithaltung. Der Reiter lernt, das Gewicht bei harten Ritten richtig zu verlagern, was die Gefahr, abgeworfen zu werden, deutlich verringert. Ja, das ist uns ja auch schon passiert, aber ich halte das jetzt nicht wirklich für so wichtig. Eine eingehende Studie der Unterwelt, Gepflogenheiten und das ihres ebenso grausamen wie nützlichen Einsatzes eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf die kriminelle Aktivität und gewährt 50% EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Okay. Was bringen uns die anderen? Gewährt 50% EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Und das hier gewährt bei jeder Ernte eine 10%ige Chance, zusätzliche Pflanzen zu erhalten, gewährt eine deutliche Erhöhung der Entdeckungsreichweite bei Suchaktionen. Du erhältst eine Auswahl von Pflanzen der ersten Stufe. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was hier ist. Dank einiger Bekanntschaften, warte mal. Händler bezahlen Händler 10% mehr für Gegenstände. Händler der Inquisition 10% auf Waren. Einkäufer der Inquisition können deren Ruf nutzen, um eine Lieferung ebenso seltener wie wertvoller Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Das ist hauptsächlich für den Handel. Ich weiß nicht, ob ich da auf Handel. Schauen wir mal hier. EP-Bonus von 50% für jeden freigeschalteten Eintrag. Was ist das hier? Versteckte Taschen und Rüstung. Kleiderstücke einzunähen, wodurch sogar noch mehr Gegenstände gleichzeitig mitgeführt werden können. Aha. Genau. Das machen wir. Weil ich habe ja immer das Problem, dass ich da zu wenig Platz im Inventar habe. Okay, gut. Dann hier mal schauen. Da kann man nichts machen.
Abgeschlossen. Verfügbar. Kosten 8. Abgeschlossen. Geheimnisse. Was ist das hier? Beobachtung der PAD-Situation. Lüdes entscheiden. Was? Über die Nachfolge Lüdes entscheiden. Okay. Schauen wir uns das mal an. Monette passt deutlich besser in die Kirche als ins Spiel. Ich kann dafür sorgen, dass sie dazu ermuntert wird, ihre Gelübde abzulegen. Okay. Ich könnte Karalinas Ehe zerstören. Dafür bräuchte ich lediglich vier Worte. Bräuchte ich lediglich vier Worte, sowie den richtigen Handschuh, der auf den richtigen Tisch gelegt wird. Okay. Gut. Jean Gaspard, fähiger Heerführer. Wenn wir ihn aus dem Spiel nehmen wollen, würde ich vorschlagen, dass wir ihn für uns rekrutieren. Okay. Das heißt, hier geht es um jemanden. Ja, Rekrutierung ist vielleicht gar Inquisitor. nicht verkehrt. Aber direkt in die Kirche setzen? Nein. Das will ich niemandem antun. Sorry. Ja, ich will nochmal auf der anderen Seite schauen. In Ferelden. Moment mal, hier ist was fertig. Belohnung. Rundknauf. Ach, ein Rundknauf, ist klar. Hätten sie uns auch was Schöneres geben können. Es möge brennen in den Herzen. Abgeschlossen, okay. Ein Denkmal für Haven. Ja, das sollten wir vielleicht mal tun. Und zwar, ich könnte etwas Geld für die Projekte sammeln. Außerdem schicken wir jemanden für die feierliche Enthüllung. Ja, machen wir Fangen wir an. das. So, haben wir da noch was, was wir machen können? Nein. Gut, das heißt, warte mal, eigentlich theoretisch schon. Moment mal, da ist noch, da ist doch was abgeschlossen, oder? Hier ist doch ein Ausrufezeichen. Wieso kann ich denn das nicht anklicken, sag mal? Bericht bereit, ja. Bericht bereit, aber der sagt mir da nichts. Das heißt, wenn ich keinen Inquisitionsboni habe, kann ich da nichts machen. Okay. Das heißt, ich kann hier nichts mehr anklicken. Oder sonst irgendwas. Hier geht noch. Okay, überlasst sie einfach ihrem Erz, was ihrem Gezänk. Im Moment wäre es nur vergeudete Energie, sich damit zu befassen. Nein, das will ich so jetzt nicht machen. Hier war doch noch was. Laut unserer Späher haben mehrere Reisende die Westgrade betreten. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es in dieser verfluchten Wüste keine Handelsrouten gibt. Noch erstaunlicher ist aber, dass die Region niemand verlässt. Wir sollten der Sache nachgehen, okay? Ich empfehle die sofortige Stationierung von Truppen zur Sicherung eines Brückenkopfes. Ja, warum auch nicht? Machen wir das. Heißt das, wir werden jetzt da Westgrade untersuchen. Wir haben empfohlen, den Brückenkopf in den Wiesgarten errichtet. Wir hatten auch schon ein Scharmützel mit den Venatori, aber keine Verluste. Er bittet dennoch Verstärkung. Der Begriff verfluchte Wüste beschreibt die Gegend hier nicht annähernd. Oh, das hört sich aber. Genau, machen wir uns dahin. Machen wir uns dahin. Wir nehmen ihn hier mit. Halt, Moment. Bestätigen, so. Ne? Warek nehmen wir. Was? Wir können nur einen mitnehmen? Jetzt ernsthaft? Oder ich habe hier missgebaut. Oder ich habe hier missgebaut. Ich glaube, ich habe gerade missgebaut. Moment.
Inquisitor, willkommen in den Westgraten. Wir haben südwestlich von hier Wächter gesichtet, wissen bis jetzt aber nicht genau, was sie dort treiben. Angesichts der Sandstürme und wilden Tiere haben wir noch nicht viel von der Gegend hier erkundet. Okay. Einer meiner Männer ist auf eine heiße Quelle gestoßen und hat allen Ernstes behauptet, über ihm wäre ein hoher Drache gekreist. Kurz, das hier könnte der schlimmste Ort auf Erden sein. Seid also vorsichtig da draußen. Okay, schön, dass ihr besorgt seid. Das ist doch kein Bericht. Danke für die Warnung. Ich finde das schön, dass es besorgt ist. Macht ihr euch etwa Sorgen um mich? Irgendjemand muss es schließlich tun. Versucht nicht zu sterben. Ich will die Himmelsfeste nicht über euren Tod informieren müssen. Wir haben einen Boten der Venatori abgefangen und überredet, uns die Befehle zu überlassen, die er bei sich hatte. Wir haben sie hier. Die ganze Gegend hier. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Seid vorsichtig. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Genau, ich habe nur Warik mitgenommen. Ich will mal gucken, hier, ob ich das nochmal nachkorrigieren kann. Hinzufügen. Dann den hier hinzufügen. Bestätigen. Haben wir jetzt alle drei? Nein, ich kann immer nur einen mitnehmen. Das ist aber schlecht. Okay. Es gibt neue Berichte. Ja, dann lasst mal hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Okay. Was Rezepturstudie über die Tiere. Okay, aber mit dir will ich gar nicht reden, Mädel. So. Ich nehme lieber sie hier mit. Bestätigen. Die macht den meisten Damage. Also kann ich hier nur einen immer dabei haben. Das ist aber echt schlecht. Alter Schwede, wo ist sie? Moment mal. Hinzufügen. Das heißt, hier kann ich... Doch, jetzt geht's. Wieso ging das eben nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hinzufügen. Okay. Bestätigen. Habe ich jetzt alle drei oder nicht? Jawohl. Unsere Verbündeten der Terminal orientieren sich um und lassen... Entschuldigung, Legasthenie. Verlassen ihre Mine in den Schluchten. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die Ausgrabungen und die Beschwörungen. Sprecht mit unseren Weißklauen-Partnern. Ich schicke euch weitere Ressourcen. Service. Okay. Was können wir hier machen? Moment mal. Das können wir machen. Tiefenlaurerleder. Okay, Gegenstand herstellen. Jetzt haben wir ein Schiff. Schiffsbergung. An den Ufern der Sturmküste wurden einige Schiffe angespült. Ihre Bergung könnte der Inquisition nützlich sein. Belohnung macht plus 1. Das ist doch schon mal ganz gut. Da haben wir doch wieder was geschafft. Ja. Was willst du? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Warum sprichst du mich dann an? So, ich will mal gucken, kann ich bei Tränke irgendwie... Oh, ich habe neue Tränke. Erst einmal will ich die herstellen, falls ich kann irgendwie. Jawohl, das ist gut. Regenerationstrank. Kann ich nicht herstellen. Alchemistischer Bedarf, Elfenwurzel. Da steht doch Elfenwurzel. Das heißt, ich sollte das eigentlich... Aber wahrscheinlich, weil das hier gesperrt ist, kann ich nichts hinzufügen. Ich kann aber auch nicht auswechseln, so wie es aussieht. Warte mal. Die anderen können auch. Holla die Waldfee. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ah. So. Cassandra kriegt dann ein bisschen von dem. Blackwall? Nein, Blackwall wollte ich jetzt nicht. Cole? Nein. Solus. Genau. Solus macht hier Heiltränke.
So, genau. Varric, mächtiges Angriffselixier, genau. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der eiserne Bulle und Rihanna. Gut. Wow. Hey, dann kann ich denen auch Tränke geben. Wie geil ist das denn? Okay, dann machen wir uns weiter. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal an diesen Riss hier. Und da müssen wir auch noch hin. Wir haben hier... Ich will ein bisschen rausgehauen. Ah ja, wir haben ja auch einiges zu entdecken. Gut. Wir machen uns aber erstmal zu einem Riss und gucken mal, ob wir den dicht kriegen. Diesen Riss. Ob wir den geschlossen kriegen. Okay. Hier will ich mal gucken. Hier ist was. Da. Nummer 1. Da war aber noch was. Okay. 114 Gold, versteckter Langbogen. Genau, ich wollte mal gucken... Wie viel Inventarplatz habe ich denn jetzt? 90. Das ist doch mal gut. So. Dann. Halt diese Richtung. Todeswurzel. Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Doch. Da ist... Oh! Da ist ja schon der Riss. Okay. Macht mal platt. Halt, Moment mal. Wieso ist denn der so nah dran und hat keinen Schutz? So, okay. Mach das dichter. Oh, ging nicht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh. Nein. Halt, Moment mal. So. So nicht. Komm. Warte mal. So ein bisschen. Halt, vor allem auf dem da. So, okay. Und dann schließ das Ding. Mache zu. So. Ja. Komm. Zumachen. Hey. Wow, diesmal ging das recht schnell. Und einfach, das war ja gut. So. Erhöht Fähigkeitsschaden um 30%. Okay. Ring der 1000. Was? 1000 Schnitte. Okay. Geistresistenz. So, was war das jetzt? Oh, da ist noch was. Da ist noch was Böses, würde ich sagen. Macht's alle! Was denn nun? Halt hier mal ein bisschen Schutz rein. Achso, das hat Solus schon gemacht. Gut. Tot? Ja, tot. Meine Fresse. Hundsleder. Stufenanstieg. Okay, ich habe Stufe 11 erreicht. Will ich mal gerade gucken. Und zwar gehen wir noch ruhig noch ein bisschen hier drauf. Ja, das haben wir ja voll ausgebildet. Hier wäre Barriere 50, Schadensbonus 25. Dauer 10 Sekunden. Ja, das setze ich eigentlich recht selten ein. Ich will mal gucken, ob ich hier noch was... Warte mal. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr für den Damage reinhauen. Genau, dass wir das mal nehmen hier. Okay, gut. So, die anderen haben die auch irgendwie... Nee, die anderen haben nichts. Nur wir. Okay. Gut. Dann will ich mal weiterschauen. Und zwar, da oben ist auch noch ein Riss. Hey, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Machen wir doch gleich, was? Aktivieren? Ah, so geht das auch. Okay. Dann machen wir uns dahin. Das heißt, wir machen erstmal eine Schnellreise hier zum Zelt zurück. Reisen.
Jo. Genau. So, dann. Inquisitor. Ja, genau. Inquisitor, du hast mir sowieso nichts zu berichten. Halt. Weg damit. Da wollen wir hin. Okay, gut. Dann müssen wir darum. Ich würde sagen, ich rufe mal mein Pferd. Könnte es vielleicht etwas schneller gehen? Gute Idee, glaube ich. Okay, dann geben wir mal Gas hier. Halt, warte mal. Müssen wir hier durch? Oh, da ist noch so ein Teil, aber das machen wir nachher. Okay, gut. Okay. Da sind sie. Okay, da macht sie mal alle. Ich hoffe, wir kriegen sie auch alle. Okay. Sehr viel scheint dieser Blitz nicht zu bringen, ja? Vielleicht müssen wir den noch ein bisschen verstärken. Okay, gut. Halt. Machen wir mal diesen hier. Ihr kümmert euch mal gerade darum. Ich kümmere mich hier drum. So. Ja. Okay, hier sind dann wieder welche. Wo ist Solus? Solus ist da. Hier. Okay. Alter Schwede. Die meinen es nicht gut mit uns. Nein, tun sie nicht. Warte mal, kriege ich hier alle rein? Oh, ja, gut, die meisten zumindest. Jo. Nicht so. Komm, hauten um, mach doch. So, ich kümmere mich wieder um den Rest. Haltet ihr mir die Typen vom Leib? Komm schon. Ja, los. Jawohl. Okay. Haben wir wieder einen Riss geschlossen. Schattenessenz, okay. Schattenessenz ist gut. Und, da ist was. Macht 2, okay. Hier haben wir Paragon-Schimmer erhalten. Okay, mal 3. Hier ist noch was. Okay. Gut. Halt, da ist noch was. Da. Nochmal Paragon-Schimmer. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich nehme es mit. Gut, was ist das? Halt. Machen wir den erstmal futsch hier. Dass er uns nicht da im Wege steht. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Damage das Ding eigentlich macht. Was bringt das eigentlich hier? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay, gut. Da war noch was und ich wollte ja dieses Teil da. Da wollte ich hin. Das wollte ich mir mal genauer anschauen. Vielleicht finden wir ja da auch noch ein paar Scherben. Das heißt, warte mal. Da ist ja auch noch was. Genau. Wusste ich doch. Nehmen wir das mit. Und hier war noch was. Okay, hier haben wir noch was zu plündern. Schattenessenz. Okay, nehmen wir mit. Dann zu dem Teil. Da finden wir bestimmt noch ein paar Scherben. Schauen wir uns das mal an. Okay. Also 3 Stück gibt's. Da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Das sind so Figuren. Das könnten wir vielleicht auch mal anschauen. Da oben. Okay, da haben wir also alle 3. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir da oben an, hä? Wir müssen da irgendwie hochkommen. Ich will mal gerade schauen. Geht das überhaupt? Dass wir da... Nein, also direkter Weg geht nicht. Schauen wir doch mal. Hier, Leiter. Das ist gut. Nutzen wir die. 14 Scherben gibt's hier.
Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht alle finden. Aber versuch mal klug. So, wir sind hier oben. Was? Aufladen? Wow, hey Baby! Yeah! Hey, das ist ja mal cool. Einfach mal so eine Brücke dahergezaubert, beziehungsweise repariert. Okay. Nehmen wir das mit. Okay, und hier ist. Das sollte die Scherbe sein, genau. Jetzt haben wir die erste Scherbe. Jawohl. Hey, das ist ja mal cool mit der Brücke hier. Das finde ich geil. So, dann hinuntersteigen. Ja, machen wir aber in der nächsten Folge. Da suchen wir dann die anderen beiden Scherben. Und vielleicht gucken wir uns das da auch mal an, da hinten. Okay, ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.